Und damit ein herzliches Willkommen zu einem kleinen Basis-Guide für Diablo 3, was neue Charaktere anbelangt in neuen Seasons. Wollte da kurz was vorstellen, weil wir doch noch ein kleines Demon Hunter-Video dann machen. Ganz kurz, ich gehe kurz in dem Video jetzt darauf ein, wie man am besten einen neuen Charakter levelt. Es ist kein Profi-Wissen, also ich bin auch nur so ein Casual-Spieler von diesem Diablo 3, aber werde da so kurz meine Erfahrungen der letzten Wochen und Monate mit diesem Spiel quasi teilen, eben wie man schnell leveln kann, wie man schnellstens zu guten Gegenständen kommt. Und da werde ich einfach so einen kleinen Erfahrungsbericht machen mit euch gemeinsam jetzt als Anlass vom Let's Play einen Demon Hunter machen, einen Demon Hunter sage ich machen, einen, wie nennt er sich, den Witch Doctor machen, denn er ist auf Level 67 stehen geblieben und wird vermutlich nicht mehr weitergespielt, weil ein gewisser jemand verreckt ist im Let's Play. Und von daher machen wir jetzt einfach einen neuen. Das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, das ist relativ uninteressant. Witch Doctor, wir machen einen Seasonal Charakter jetzt einfach, um euch das in der Season zu zeigen. Wir nennen ihn Sumpfling. Hat einen gewissen Grund, warum er so heißt, aber er wird jetzt so erstellt. Der ist in einer Season und wir gehen schon mal voll rein. Und zwar am besten ist es meiner Meinung nach, in den Adventure-Modus zu gehen. Die Kampagne interessiert eigentlich niemand und privater Modus und auch nicht auf normal zu starten, sondern man geht da, ich habe letztes Mal mit Master gespielt, ich werde aber diesmal gleich Torment 1 probieren, bin sogar beim Überlegen Torment 2, aber wir probieren es mal mit Torment 1. Mitspieler interessieren uns am Anfang gar nicht, also auf die scheiß mal. Und jetzt kommt was Wichtiges, und zwar kann man, also den ersten Charakter, den was man hochspielt in einer Season, das ist halt wirklich, ja, halt ein bisschen dauert Zeit, nimmt einiges an Zeit in Anspruch, aber dann hat man meistens ja ein gewisses Startgrundset an Gold und Gegenständen und so weiter, was man für weitere Charaktere nutzen kann. Und am wichtigsten ist dort meiner Meinung nach dieser Gem of Ease, denn der erhöht die Erfahrung pro getöteten Monster und zusätzlich reduziert er die Anforderung von einem Gegenstand auf Level 1. Das heißt, man kann ihn von Anfang an benutzen und am meisten Sinn macht es da eben eine Waffe zu benutzen. Und zwar schaut man da dann einfach irgendeine Waffe, was einen Sockel hat. Das ist eigentlich komplett egal. Wir nehmen jetzt zum Beispiel, es ist wirklich komplett egal, nehmen wir die her, die hat 4000 irgendwas Schaden. Da sockeln wir diesen Gem rein. Dadurch können wir die benutzen und unser Schaden, ihr seht es jetzt momentan, Schaden von 3,38. Zack, 4602, also komplett übertrieben. Und dann könnte man noch, wenn man jetzt nur was anderes hat, irgendwelche Low-Level-Set-Gegenstände, was auch immer, kann man eben mitnehmen und vor und zu den Charakter dann eben ausrüsten. Aber das Wichtigste ist eben die Waffe. Also dadurch wird man jetzt dann gleich sehen, mit dem Gem und dem Schaden werden wir relativ schnell an Level gewinnen. Und man kann eigentlich innerhalb von, ich sage mal so, eine Stunde, zwei kann man auf Level 70 kommen. Als nächstes sind die Paragon-Punkte sehr wichtig, meiner Meinung nach. Ihr werdet ein gewisses Grundlevel haben, wenn ihr euren zweiten, dritten, vierten Charakter dann eben macht. Und das Wichtigste bei Core ist eigentlich immer Bewegungstempo rauf, weil man will sich so schnell wie möglich eigentlich bewegen können. Und dann mache ich nochmal alles einfach in das primäre Attribut. Man kann, weil wir jetzt auf Torment sind, sagen wir mal 100 Punkte in Vitalität, einfach um ein bisschen Leben zu haben, aber meiner Meinung nach ist es nicht notwendig, werde ich später dann auch wegnehmen und das, die Ressource erhöhen macht meiner Meinung nach auch nie Sinn. Später kriegt man dann immer Gegenstände, womit das dann eigentlich kein Problem ist und man hat einen gewissen Skillbild, wo man mit der Ressource dann kein Problem mehr hat, von daher drauf scheißen. Offensiv ist eigentlich meiner Meinung nach einmal so gut wie immer dasselbe, kritische Trefferchance maximal, dann die kritische Chance oder die kritische Schadens Prozentualität, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, zu erhöhen. Und als nächstes normalerweise nehme ich immer Cooldown Reduction. Attack Speed ist vielleicht für manche Builds wichtig, aber ich glaube jetzt beim Witch Doctor, das ist nicht so wichtig. Defensiv ist bei mir eigentlich auch immer dasselbe. Keine Ahnung, ob das variiert. Zuerst immer die Resistenzen maximieren, dann prozentual die Leben erhöhen und als drittes dann Armor und als allerletztes Lebensregeneration. Das finde ich am unwichtigsten. Und bei Utility, da mache ich persönlich immer zuerst den Area Damage hoch, einfach auch wieder Schaden muss immer sein. Dann als nächstes die Fähigkeitenkosten reduzieren und als letztes dann Life per Hit. Gold Find ist meiner Meinung nach das Unwichtigste. Und dann
sieht man schon, sind wir nahezu tot durch die ganzen Boni. Okay, gehen wir ganz kurz zu diesem Hans, der was uns heilt. So, und dann wählt man sich irgendein Gebiet aus. Es ist meiner Meinung nach ziemlich egal. Ich persönlich habe irgendwie ganz gern im ersten Akt Fields of Misery. Einfach aus diesem Grund, weil man da relativ schnell einen hohen Massaker-Bonus zusammenkriegt. Und ich zeige euch jetzt da kurz, wie schnell man da levelt. Level 4 Instant, Level irgendwas, es wird schon gar nicht mehr angezeigt. Pro Monster, unendliche Level-Ups bis zum Umfallen. Man kriegt da mordsmäßige Boni. Wir haben schon Beschwörungen am Start, wie es ausschaut. Wir haben schon eine Rechtsklick-Fähigkeit. Und zack, es ist einfach komplett krank. Und ihr seht es unten eben, also der Massaker-Bonus eben geht da dahin. 31, also wir kriegen dann noch einmal Bonuserfahrung dann jetzt am Ende, wenn wir da dann fertig sind mit dem ganzen Zeug, was wir da gerade töten. Und ihr seht es da, also mit diesem Gem, es gibt noch einen zweiten Gem, den was ich euch dann auch noch in Kürze vorstelle, kann man da einfach relativ zügig seinen Charakter da eben Richtung Level 70 bringen. Aber wir sind jetzt momentan Level 22. Ihr seht es, es ist aber nicht wirklich langsamer geworden. Also wir leveln weiterhin nur schnell. Und meiner Meinung nach bis so Level 40, 50, knappe 60 geht es eigentlich relativ schnell. Die Level dann von 60 bis 70 sind dann ein bisschen schwieriger. Und ich persönlich würde eben, wie gesagt, bei diesen Fields of Misery fange ich immer gern an. Man sieht es da, weil man einfach wirklich einen guten Überlebensbonus zusammenkriegt. Was eben auch sehr wichtig ist. Ich glaube, jetzt habe ich ihn gerade irgendwie versammelt. Oh, was ist denn das? Okay, wir sehen ein kleines Highlight. Ich kriege jetzt irgendwie in dieser Aufnahme was Spezielles zusammen, keine Ahnung, was es ist. Irgendwann natürlich die ganzen Gegenstände dann aufsammeln, die was man am Anfang kriegt, weil man doch ein bisschen Rüstung und so weiter sollte man schon doch dabei haben, damit man eben nicht instant umfällt. Und man könnte jetzt natürlich schon die ganzen Skills und passiven Boni da irgendwie erweitern. Ja, ich lese es mir jetzt nicht genau durch, ist jetzt für euch, glaube ich, auch nicht so gewaltig interessant, was jetzt da alles drinsteht. Scheiß auf das. Wir beschwören nochmal nach. Und ja, auf jeden Fall, mit dieser Art und Weise kommt man relativ schnell eben da auf Level 50, 60 herum eben, wie gesagt. Und bis Level 70 ist es dann ein bisschen ein Krampf. Und ich würde eben, bis Level 60 würde ich wirklich da die Fields of Misery eigentlich immer machen. Eben, wie gesagt, wegen dem Überlebensbonus ist meiner Meinung nach die schnellste Art zu leveln. Und dann eigentlich ab so Level 60 kann man dann eigentlich schon mit den Rift Gates dann beginnen, meiner Meinung nach, wo man dann eben Levels, auch Gegenstände finden kann und das funktioniert dann ganz gut. Aber ich glaube, ihr habt das Grundprinzip verstanden, also irgendeine Waffe finden oder eine Waffe suchen, irgendwie schauen, dass man einen Sockel reinkriegt, den sie zum Beispiel mit der Enchantress, irgendein Attribut der Waffe übersetzen und dadurch dann eben einen Sockel reinhauen. Und dann eben diesen Gem of Ease reinhauen. Keine Ahnung, wie er im Deutschen heißt. Vielleicht Edelstein der Leichtigkeit oder sowas. Und den dann eben benutzen zum Leveln. Bei mir ist er jetzt noch gar nicht so hoch. Hat jetzt nur einen Rang von 30, hat man davor gesehen. Kann man natürlich wesentlich höher rauftreiben, auf zum Beispiel Rang 45 oder was auch immer. Und dadurch kann man dann noch mehr Bonuserfahrung mit Monster-Kills eben rausholen und levelt dann eben noch schneller. Also man kann da dann schon einiges rausholen. Und was man auch machen kann, wenn man die Bounties macht, das zeige ich jetzt vielleicht dann im Dorf noch kurz her, eliminieren da einfach noch ein paar Gegner, keine Ahnung, was das da für ein verrückter Level ist. Man kann beim Schnied dann Kane's Set basteln. Und mit Hilfe von Kane's Set kriegt man auch noch einmal Bonuserfahrung daneben zusammen, weil das, glaube ich, ein Set-Bonus ist vom Kane's Set. Und dadurch levelt man dann auch noch einmal schneller. Ich glaube, das Prinzip ist verstanden. Wir sind jetzt da Level 34 in grob 2 Minuten geworden. Also es ist ultra schnell gegangen. Ihr seht das auch, es ist nicht wirklich langsamer geworden. Ich glaube, wir hätten auch mit Torment 2 oder 3 vielleicht sogar starten können, weil man eben nicht wirklich verletzt wird. Und ja, so levelt man dann auf jeden Fall ein Leben durch. Als nächstes ist eben, wie gesagt, ein sehr wichtiger Tipp meiner Meinung nach, dass man Bounties macht, dass man eben zumindest gewisse Sets da eben zur Verfügung hat. Denn, wie man jetzt da eben zum Beispiel sieht, kann man, okay, das ist jetzt Level 70 Kane Set, aber es gibt ein geringeres, zum Beispiel das mit Level 23. Da könnte man sich jetzt eben auch das Kane Set basteln, weil das bringt ab 3 Gegenständen, wie man sieht, noch einmal 50% Bonuserfahrung. Also dann geht das Level noch schneller und noch schneller. Damit kann man eben dieses Level noch einmal beschleunigen und schneller auf Level 70 kommen. Das ist Trick Nummer 2 meiner Meinung nach. Und Trick Nummer 3
ist der Kanal-Cube. Wenn man da schon gewisse Legendary Powers da eben rausgezogen hat, dann kann man auch da noch einmal seinen Schadensoutput und alles irgendwie verbessern. Und wir könnten jetzt zum Beispiel nehmen das Courage, dadurch haben wir beim Angreifen eine Chance, mordsmäßig für tausende Prozente von Schaden eben zu explodieren. Das wird das Level noch einmal vereinfachen. Dann zum Beispiel die Poison Nova da von Andariels Helm da. Gibt natürlich andere Möglichkeiten, aber wir nehmen jetzt zum Beispiel das. Und bei den Ringen, ja, da kommt es eben auch drauf an, was man will. Zum Beispiel den Cooldown reduzieren oder sich irgendwie schützen. Gibt halt auf jeden Fall diese zusätzlichen Kräfte, die was man da quasi dann benutzen kann. Und ja, ich würde die einfach dann eben mitnehmen oder auf jeden Fall zu Beginn auswählen, da das halt eben auch das Leveln wesentlich verkürzt und beschleunigt. Und ein wichtiger Edelstein meiner Meinung nach, der was es wirklich um einiges dann eben erleichtert, ist folgender. Der Red Soul Shard. Den bekommt man momentan, glaube ich, von einem speziellen Event. Diesem Tristram à la Diablo 1 gibt es momentan ein spezielles Event bei der Season 7, wo man diesen Gem kriegen kann und man kann den dann in einen Kopfschmuck reinsockeln, also zum Beispiel in Kanes Helm, und dadurch passiert es manchmal, dass man kurz stehen bleibt und man sieht es dann da eh für 14.000% Schaden eben explodiert. Das heißt, man kann zum Beispiel auch auf Torment 3, 4, was auch immer gehen und egal wie stark die Bosse oder die Gegner sind, die werden dann von dieser Druckwelle da eigentlich gewonshottet. Und zusätzlich, das ist der zweite Bonus dran, wenn man ein Level Up bekommt, dann werden eben die Ressourcenkosten und die Cooldowns reduziert beziehungsweise 75% gesenkt für 30 Sekunden. Das heißt, man kann all seine megamäßigen Fähigkeiten, die was vielleicht viel Schaden machen, einfach weiterhin spammen und dadurch eben noch schneller leveln. Ich kann das mal kurz zeigen. Also jetzt idealerweise, ich mache jetzt nicht alles da live, weil euch das vermutlich nicht interessiert. Aber wir kaufen uns jetzt da zum Beispiel den Kane-Helm. Hoffen, dass der einen Sockel hat. Wunderbar, hat einen Sockel dabei. Hauen wir gleich da den Edelstein rein und ziehen uns schon einmal das an. Und dann wird es jetzt zum Beispiel nur Legs, Hands und Feet geben. Können wir uns jetzt anschauen, ob ich das zufällig habe. Wir haben lustigerweise die Sandalen, die können wir mal nehmen. Dann können wir nur schauen, ob wir zufällig auch die Beinschienen haben oder die Handschuhe. Auch die Handschuhe haben wir. Ich glaube, ich habe alles, ehrlich gesagt, wegen die ganzen Bounties. Also das haben wir jetzt auch. Dadurch hätten wir jetzt schon dieses Kane-Set vollständig. Also wir könnten jetzt da schon den kompletten Set-Bonus holen. Jetzt einfach den Demonstrationszwecken mäßig holen wir jetzt da alle vier Teile. Dadurch haben wir jetzt dann noch einmal 50% mehr Erfahrungsbonus und hin und her. Und man kann dann, wenn man dann, ich sage mal so Level 55, 60 herum ist, dann würde ich umschwenken und nicht mehr die Fields of Misery machen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das richtig ist, aber ich habe es bisher immer so gemacht und würde dann zu den normalen Nephilim Rifts übergehen. Die sind jetzt meiner Meinung nach im Low-Level-Bereich nicht so gut. Einfach aus dem Grund, weil man in den Nephilim Rifts den Massaker-Bonus nicht kriegt. Das heißt, die ganzen Bonus-Dinger dafür, dass man mehrere Gegner gleichzeitig eliminiert, das gibt's da nicht. Da. Und dadurch levelt man meiner Meinung nach bei den ersten Leveln nicht so schnell. Vielleicht ist es sogar von Level 60 bis 70 auch so, dass man nicht schneller levelt. Ich hab's halt immer so gemacht, dass ich ab Level 60 dann in die Nephilim Rifts reingegangen bin. Aus dem Grund eben auch, weil dann da auch schon langsam das Item-Farmen losgehen kann. Und bei den Nephilim Rifts gibt's eben relativ viele Champion und Bosse, man sieht's da ja eben auch gerade. Und die droppen natürlich immer mordsmäßig gute Gegenstände. Und man hat da die Chance, vielleicht schon die ersten Set-Gegenstände dann eben zu erbeuten. Und den Charakter dann eben ordentlich dann auf ein Power-Level eben zu kriegen. Und eben durch den Rift Guardian Boss, den was es eben am Ende gibt, wenn man den Bolchen da dann vollständig hat, keine Angst, wir machen jetzt nicht das vollständige Rift, dann kann man da eben auch noch einmal ordentlich Belohnungen einholen und da dann eben noch einmal vielleicht schon eben, wie gesagt, die ersten Set-Gegenstände für seinen Charakter dann eben holen und sich da dann eben schon schön langsam für Torment 3 oder 4 dann bereit zu machen. Man darf sich da jetzt nicht täuschen lassen. Es schaut jetzt da einfach aus. Wir machen da momentan Torment 1. Ich glaube, es wird sogar Torment 2, 3, 4 vielleicht am Anfang gehen. Und wir one-shotten da alles und es funktioniert relativ einfach. Aber das ist trügerisch, denn das nimmt alles dann mit dem Charakterlevel an Schwierigkeit dann zu. Also wenn wir dann irgendwann
Level 50, 60, was weiß ich was eben alles haben, dann werden die Gegner auch nochmal stärker und man braucht dann schon langsam auch bessere Rüstungen, Handschuhe, Beinschienen, halt das Ganze, dass man mehr überlebt, weil man ansonsten irgendwann dann einfach wieder gewonshottet wird. Momentan kriegt man das nicht mit, weil die Gegner nahezu überhaupt gar keinen Schaden machen und da von dem Blitz jetzt da zum Beispiel auch gewonshottet werden. Aber eben irgendwann ist dann der Zeitpunkt, wo sie dann wieder ordentlich an Schaden eben gewinnen und dann muss man aufpassen. Und das ist meiner Meinung nach so die Grenze. Ab Level 60 dann aufwärts, da geht es dann eben wieder dahin. Gut, aber ich glaube, das ist soweit auch klar. Das Nephilim Rift habt ihr jetzt da gesehen. Ich glaube, das ist eh selbsterklärend. Das kennt ihr dann eben auch. Champion und Bosse lassen eben immer diese orangen Kugeln fallen, die was wir gesehen haben. Dadurch wird schneller dieser Balken dann nach oben getrieben, also der rechts da. Und wenn der Balken voll ist, dann spawnt eben dieser, oder dann wird dieser Rift Guardian beschworen, also der Rift Wächter. Und der hat eben eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, gute Gegenstände zu fallen zu lassen. Also man kriegt da dann relativ wahrscheinlich eben Sets und Unique-Gegenstände. Und meistens ist es ja, ich glaube zu 99% findet man eben welche für seine Charakterklasse, also für den Witch-Doktor jetzt in unserem Fall. Und würde ich dann eben empfehlen, ab 60 aufwärts, wie gesagt, eben die Rift-Gates zu machen. Okay, ich glaube, das ist dann soweit auch klar. Wir sind jetzt mittlerweile schon Level 43, also ihr seht das wirklich in Rekordzeit geht es dahin. Ah, jetzt habt ihr das gesehen. Ganz kurz diese kleine Feuerexplosion, die wollte ich euch nämlich zeigen. Jetzt ist sie gerade eingetreten. Das war jetzt diese Feuerwellen, die was in alle Richtungen da gerade geschossen sind. Das tritt eben zufällig auf oder zufällig ein, eben wie gesagt, durch diesen Red Soulstone, den was wir eben gesockelt haben. Und man kann es nicht erzwingen, aber ihr habt es jetzt einmal kurz gesehen. Wenn nicht, spult es nochmal zurück, dann seht ihr es auf jeden Fall. Und ich glaube, das war es jetzt aber dann wirklich für das Rift. Ihr habt es gesehen, wenn man Glück hat, dann tritt diese Red Soulstone-Explosion genau beim Rift Guardian ein. Dadurch wird er dann eben, wie gesagt, nahezu gewonshottet. Jetzt sieht man es noch einmal. Zack. Und jede von diesen Feuerwellen macht eben ultimativ Schaden. Und eben, wie gesagt, mit etwas Glück passiert es beim Rift Guardian. Das heißt, man braucht nicht lang kämpfen. One-shottet den Rift Guardian und kann dann das nächste Gate gleich machen. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz. Ich würde es aber, wie gesagt, nicht am Anfang empfehlen, die Rift Gates, sondern ich würde es dann am Anfang eben diese Fields of Misery empfehlen oder irgendein anderes Gebiet, wo man einen guten Massaker-Bonus am Anfang kriegt, weil das halt eben das Level einfach beschleunigt. Die Rift Gates eben erst dann später, ab so Level 60, wie gesagt, herum, dass man dann eben gute Ausrüstungsgegenstände bekommt, denn die gelben Gegenstände, was dann droppen, sind dann recht gut, eben um die Toughness relativ schnell dann eben zu erhöhen. Und ja. Das sind immer so die Grundtipps zum Level, würde ich sagen. So, jetzt sind wir da kurz vor Level 45. Jetzt würde ich das einfach Interesse aber gerne nur rausholen. Wir gehen einfach kurz da in ein unerforschtes Gebiet, töten einen Gegner und dann wird es schon passen. So, du da. Hey, das war nicht das Level-Up, das war enttäuschend. Sehr schön. So, Level 46 sogar. Also man sieht schon, geht wirklich schnell. Wir spielen jetzt nämlich noch nicht so lange. Gut, dann hätte ich noch als allerletzte Basistipps hätte ich dann noch Folgendes, und zwar die Rezepte von Kanais Cube. Also wenn ihr dann Level 70 seid, dann wird es am Anfang ein Problem sein. Man kommt nicht relativ schnell auf Torment 3, 4, 5 Level hoch. Und das sollte man aber schauen, dass man schnell hinkommt, weil mir kommt vor, ab so Torment 5, 6 sind dann die Drop-Chancen in den Rift Gates und Greater Rift Gates relativ gut, dass man eigentlich immer Set-Gegenstände, Unique-Gegenstände kriegt, die was den eigenen Skill-Build irgendwie verstärken. Und da sollte man eben schauen, dass man schnell hinkommt. Und wenn man dort mal ist, dann gibt es zwei Rezepte, meiner Meinung nach, die was sehr wichtig sind, um relativ schnell dann eben auf höhere Schwierigkeitsgrade zu kommen. Eben Torment 6, 7, 8 herum ist dann meiner Meinung nach so der Schwierigkeitsgrad, wo man schon langsam den Item-Build nahezu perfektionieren kann und dann allmählich dann auf 10, 11, 12, 13 auf die letzten Schwierigkeitsgrade dann hinkommt. Das ist aber dann einfach nur so ein Grindfest. Da ist dann einfach glückabhängig, ob man von den Gegenständen die normale Version findet oder ob man die Ancient-Version findet, also mit erhöhten Werten. In Zukunft gibt es dann, glaube ich, auch noch ein Prime Ancient und so weiter mit dem nächsten Patch. Dann noch bessere. Und ja, das ist aber dann nur mehr ein Gegrindet. Das ist für den Anfang jetzt nicht wichtig, dass man mal schnell einen Charakter hochzieht und ein paar Skill-Builds ausprobieren kann. Aber wie auch immer,
zwei Rezepte sind da meiner Meinung nach sehr wichtig. Das erste ist Archive of Tal Rasha. Dadurch kann man von einem Legendary Item, also Unique-Gegenstand oder Set-Gegenstand, glaube ich, die Fähigkeit raus extrahieren. Also jetzt in dem Fall haben wir jetzt nichts. Ich will euch kurz was zeigen, damit ihr das versteht, für die, die was es noch nie gesehen haben. Bei diesem Gegenstand zum Beispiel, da haben wir die Fähigkeit dabei, dass Kältefähigkeiten um 20% erhöhten Schaden machen und eine 50% Chance haben, sogar Gegner einzufrieren. Und falls man da irgendeine tolle Fähigkeit für seinen Charakter irgendwie findet, was man nutzen möchte, dann kann man diese und den Gegenstand nicht tragen will, weil man eben ein Set zum Beispiel tragen muss an dieser Stelle, dann kann man diese Fähigkeit eben extrahieren mit Tal Rashas Rezept. Dadurch haut man eben den goldenen Gegenstand rein, haut dann die ganzen Dinge da dazu und kann dann diese Fähigkeit extrahieren. Die Death's Breath, wie sie bei mir heißen, die bekommt man einfach am schnellsten bei den Rift Gates, denn jeder Champion und jeder Boss lässt diese Death Breaths fallen. Auf den geringen Torment-Level meistens nur ein Getränk, auf Torment, auf den höheren Stufen dann teils sogar 2 bis 3 Getränke. Man kriegt pro Rift Gate Run dann so 40 bis 80 von diesen Getränken zusammen, also man findet die dann relativ schnell. Und die anderen Gegenstände da, dieses Kandoran Rune, Chaldeum Nightshade, Ariad War, Tapestry, Corrupted Angel Flesh und Westmarch Holy Water, bekommt man, indem man Bounties macht. Und wenn man Bounties abschließt, dann bekommt man dann so spezielle Gegenstände oder Cubes eben vom Tyrael. Und wenn man die aufmacht, dann sind dann immer diese Gegenstände eben drin, die was man da braucht zum Verzaubern. Auch wieder bei höheren Schwierigkeitsgraden sind einfach mehr drinnen. Und auch da vielleicht nur ein kleiner Tipp. Es gibt immer einen Bonusakt, das sieht man da. Also jetzt in dem Fall ist es der Akt 4. Und in diesem Bonusakt, wenn man alle Kopfgeldaufgaben erledigt oder alle Bounties erledigt, dann bekommt man von Tyrell noch so eine Bonustruhe und da sind dann nochmal zusätzliche Gegenstände drin und zusätzlich eben auch die Rezepte eben für dieses Cane-Set eben zum Beispiel. Also ganz am Anfang würde ich mal schauen, so lange Bounties machen, bis man keine Rezepte mehr kriegt und ein bisschen von diesen Dingen da sammeln. Und das zweite sehr wichtige Rezept zum Power-Leveln, Farmen, wie man es immer nennen will, Reforged Legendary jetzt nicht auf das Giano-Code sein, aber Upgrade Rare Item, also Hope of Cain. Einfach, man nimmt irgendeinen Rare Level 70 Gegenstand her. Ist jetzt, also das ist jetzt Level 31, aber da, irgendwann findet man dann eben die Level 70 Gegenstände und haut dann auch wieder diese ganzen Gegenstände rein und verzaubert die dann. Dann wird dieser Rare-Gegenstand abgegradet und wird dann meistens, kommt mir vor, ein Set-Gegenstand, um eben seine Sets zu vervollständigen, die was immer ultimativ mordsmäßige Boni bringen. Oder es wird eben ein goldener Gegenstand, was eben auch vor allem am Anfang meistens immer sehr wichtig ist. Aber interessant sind für einen meistens die Sets, weil die eben diese abartigen Boni dann irgendwann bringen. Und es ist relativ schwierig, dass man bei den normalen Runs genau seinen Set-Gegenstand jetzt eben findet, dem was man braucht. Von daher würde ich immer schauen, dass man gewisse Rare-Gegenstände, also Level 70 Rares, einfach mitnimmt oder mit den Bloodshards einfach bei, wie heißt sie denn, die Tusse? Ich sehe sie gerade nicht. Da genau, bei Kadala dann einfach Gegenstände kauft, weil die bringt eigentlich auch so gut wie immer gelbe, goldene oder Set-Gegenstände und die gelben Gegenstände von ihr kann man dann eben im Cube upgraden mit Hope of Cain-Rezept eben und dadurch bekommt man relativ zügig so ein Set vollständig, meiner Meinung nach. Was sehr wichtig ist, auf das solltet ihr schauen. Und als allerletztes dann noch das Rezept Reforge Legendary. Ist vielleicht, meiner Meinung nach, war das auch ein bisschen irreführend, der Name, aber man kann, wenn man jetzt zum Beispiel, ich glaube, ich kann ein Beispiel sogar herzeigen. Wenn man jetzt zum Beispiel von einem Set mehrere Gegenstände doppelt hat, also haben wir jetzt da ein Beispiel, da habe ich jetzt keines, aber angenommen, wir hätten jetzt von diesem Marauder Encasement zweimal die Beinschienen, dann bringt uns das natürlich nichts, weil wir Beinschienen erstens noch einmal tragen können und wir so die Set-Gegenstände nicht draufkriegen auf den 4er, 6er Set-Bonus und so weiter. Und was man dann machen kann, man kann die Gegenstände, die was man doppelt hat, also wenn man zwei Beinschienen hätte, kann man die reinhauen in den Würfel
und kann dann mit Hilfe von Reforge Legendary die Beinschienen umwandeln zum selben Set. Also es bleibt im selben Set, aber es wird ein anderer Gegenstand. Also es werden dann zum Beispiel die Handschuhe, die Waffe, was auch immer dieses Set eben beinhaltet. Und kann dadurch eben auch sein Set dann schneller vervollständigen. Kostet einiges an diesen Materialien, also da würde ich wirklich schauen, dass man dann ein paar Bounties vorher macht. Am besten vielleicht in einem Public geben, da geht es einfach schneller. Und kann aber dann da eben mit Hilfe von diesem Rezept sein Set relativ schnell vervollständigen. Und sobald man mal ein Rezept dann vollständig hat, ein Set dann eben mal vollständig hat, dann kommt man auch relativ schnell dann eben auf die höheren Schwierigkeitsgrade. Also dann ist dann irgendwie die Kippung von Torment 3, 4 auf Torment 8, 9 und so weiter, geht dann irgendwann relativ schnell voran. Also da ist dann relativ cool. Und ich würde jetzt sagen, an dieser Stelle habe ich jetzt, glaube ich, hoffentlich so die Basisdinge, die Tipps, was mir jetzt so beim Casual-Spielen aufgefallen sind, weitergegeben. Vielleicht, dass ich mit Level 70 noch einmal mit diesem Witchdog da ich dann noch einmal ein kleines Video mache, so ein paar, mit, wo ich zusammenschneide, die Riftgates-Runs, die Rezepte, wie was da eben umschmied, so vielleicht so ein Zusammenschnitt 5 bis 6 Minuten, wie man sieht, wie von Torment 2, 3 dann eben da auf Torment 8, 9 und so weiter kommen. Aber ich glaube, so als kleine Einführung sollte es genügen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was geholfen, für die, die was ich noch nicht gekannt haben oder das vielleicht anders machen oder nicht so kennen. Könnt ihr mir auch selber gerne Tipps geben. Bin für alles immer offen, bin wie gesagt kein Experte in Diablo 3 und ja, hoffe, hat euch Spaß gemacht, hat euch ein bisschen was geholfen und viel Spaß beim Leveln in Diablo 3. Sehr geniales Spiel, ich kann es nur weiterempfehlen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.